Guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Alex. Schauen wir mal, ob der noch schläft. Muss mal aufpassen. Sieht ja noch wie voll. Ja. Wie schaut aus? Dass der noch schläft. So wie der ausschaut. Hat er viel gar hinaufgehabt. Alex? Alex? Ja? Ach schau, er ist doch schon munter. Na? Anscheinend haben wir ihn aufgeweckt. Na, dann reißen wir mal auf das Zelt. Schauen wir, wo ist er denn? Ganz verschlafen ist er. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, schwere Nacht gehabt? Ja, echt mich an Zitrone. Ich hab was mit für dich. Sein Schatz, danke, danke. Eine kleine Hochbeiz für dich. Danke. Schauen wir mal, ob da was wird mit dir. Aber er hat ja schon drei Fische. Oder? Oh, hat schon, ja, vier. Er hat schon vier. Erste Nacht da. Und sie haben mich nicht schlafen lassen. Das ist ja geil. Na, heute dann lassen wir einmal munter werden, unseren Alex. Und dann schalten wir wieder ein. So, jetzt haben wir uns ein bisschen gestärkt, beziehungsweise der Alex ist einmal munter geworden und der Frisur her noch nicht ganz. Aber jetzt wird uns der Alex einmal erzählen, auf was er seine Karpfen heute gefangen hat und was seine Taktik ist. So, also ich fische einmal da. Hauptsächlich sind die Fische auf meine Kugeln gegangen. Das sind Earlcast-Kugeln mit Blauschimmelkäse und mit Michi seine Kugeln, mit den Blutkugeln. Und den tue ich hauptsächlich fordern auf dem Spot, dass es länger haltet einfach. Und meine Kugeln, also die Ölkastkugeln, haben einen Smoke dabei. Das heißt, sie rauchen, sie färben das Wasser bis, da haben einen richtig guten Geschmack. Und dazu, dass ich nicht ganz so lahm bin vom Futter her, tue ich noch einen Dickel fordern. Und da habe ich noch dazu einen Ölkast auch dort. Nicht einen Tigernuss, einen Hanf, Ölkast, Schuss Milch ist dabei, weil Milch gibt auch eine richtige Wolken. Ja, das schaut ja richtig lecker aus. Das ist ja richtig lecker für die Fische anscheinend, wenn es so gegangen ist. Und ja. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir gerade eine eigene Taktik ausgemacht, was wir probieren noch. Und dann fangen wir die Fische heute mal. So, ja, man muss ja dazu sagen, der Alex ist ja nicht nur Karpfenangler, er ist ja mittlerweile Wölsangler schon geworden. Und jetzt mittlerweile tun wir uns schon absprechen und alles. Und manche Taktiken vom Wölsfischen gehen auch beim Karpfenfischen und umgekehrt genauso. Ich bin auf alle Fälle sicher, dass der Alex noch fest was fangen wird, weil die schauen ja richtig lecker aus. Wie gesagt, wir haben das zusammen entwickelt, der Alex und ich. Ich habe früher schon mal in meinen Videos gezeigt, den Feedermix, was ich da gehabt habe. Und aus dem sind eigentlich die Kugeln entstanden. Mit der Hilfe vom Segi, vom Poldl & Mohr. Und für Wölse wollte ich natürlich auch eine, aber die sind auch gut für Karpfen. Eine richtig blutige Kugel, fischig. Mit Liquid habe ich mir jetzt gerade vorher mitgebracht, habe ich euch gezeigt. Und ich denke, da wird sicher noch einiges gehen. Also vier Fische in der ersten Nacht. Also wer fängt, hat recht und jetzt der Alex ja. Hat richtig recht gehabt. Anscheinend richtig, ja. Wie groß waren deine Fische? Also keiner war unter 12 Kilo. Der eine war mit 21 Kilo und noch ein bisschen was. Mit Abzug von der Wiegeschlinge, aber alles Topfische, Topkämpfe. Also der Traum von jedem Fischer. Ja, also was wollen wir mehr? Der Alex hat mehr wie noch geliefert, der ist jetzt noch, wie lange bist du jetzt noch da? Bis Donnerstag. Bis Donnerstag ist der Alex noch da. Und ich denke, da geht noch einiges. Vielleicht schaut ein kleiner Wölser vorbei, der wo die Karpfenplätze leer räumt. Weil wenn ihr euch den Platz anseht, da vorne, wenn es regt, ist ein Durchgang zum Hauptsee. Da haben wir Seerosenfelder. Eine schöne Struktur, also echt der Wahnsinn. Super Routen mit super Schnee, die was aushalten. Und da kann nichts mehr schief gehen. Der Alex wird das schon schaukeln. Und ja, was soll man sagen? Alex, dickes Petri, okay, top danke, Arbeit. Danke.
und wir halten euch auf dem Laufenden, beziehungsweise der Alex. Das ist auch klasse, wenn man nur Besuch kommen kann. Ich schlafe im warmen Bett, ich kann in der Kalten draußen schlafen. Aber das ist halt das, was mir also taugt. Der Alex ist auf gut Deutsch ein Jugendlicher von der ersten Stunde bei mir. Und jetzt mittlerweile schon größer. Und voll drauf, sagt sie, allein unterwegs beim Angeln und voll infiziert. Nicht nur vom Karpfenangeln, vom Wölsangeln mittlerweile auch schon. Und da könnt ihr noch gespannt sein, was alles von ihm und von mir kommt. Bis dorthin, euch am Wasser, dickes Petri, von mir und vom Alex. Also dann, ciao, ciao.